Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales auf Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Leias Geschichte 3 abgeschlossen oder auch nicht, weil irgendwie ging die noch weiter oder vielleicht auch nicht. Aber im Moment geht sie nicht weiter und deswegen machen wir jetzt mit was anderem weiter. Und zwar tun wir mal ein paar Nebenquests erledigen. Zum Beispiel haben wir eine Nebenquest für Carla, Schwester von Gaius. Danke sehr, das ist definitiv eine Zugvogelfeder. Nein, drei sogar. Warte mal, ich erinnere mich an dich. Das stimmt. Damals in Chandu hast du uns ausgefragt. Na klar, Elise, stimmt's? Sieht so aus, als ging es dir und deinen Freunden gut. Und das hat sich überhaupt nicht verändert. Und du hast dich überhaupt nicht verändert. Tja, was soll ich dazu sagen? Obwohl es scheint, als hätte mein Bruder eine größere Bürde zu tragen als damals. Carla ist Gaius Schwester. Was hast du mit dem Zugvogelfedern vor? Das würdest du wohl gerne wissen. Machen wir ein Spiel daraus. Was meinst du? Hier ein Hinweis. Etwas, das man in der Schule benutzt. Schule, Machst du daraus etwas, um Schüler zu kitzeln, die im Unterricht einschlafen? Merp, falsche Antwort. Zweiter Hinweis. Lea hat auch eine. Aha, ich weiß genau, wofür du sie verwenden willst. Als Schreibfeder, hab ich recht? Bingo, wir haben eine Gewinner. Es heißt, alles, was man mit dem Kiel einer Zugvogelfeder schreibt, bleibt 1000 Jahre erhalten. Da ist sie das perfekte Werkzeug, um Memoiren zu schreiben. Memoiren, du meinst? Genau, ich werde eine Biografie über meinen Bruder schreiben. Gaius? König Gaius ist eine mächtige historische Figur. Diese Art von Anführer geht entweder als Held oder als Bösewicht in die Geschichte ein. Es kommt ganz darauf an, wer die Geschichte erzählt. Ich will mich nicht auf sein politisches Leben konzentrieren oder auf seine historische Bedeutung. Nein, ich will die Art von Biografie schreiben, die nur ich schreiben kann. Ich werde die Geschichte meines Bruders ersten Outway erzählen. Wie wunderbar. Du hast dich verändert, Carla. Das gefällt mir. Glaubst du, mein Bruder wird etwas ausmachen, wenn ich alle Welt erzähle, dass er kein scharfes Essen verträgt? Ach, ich denke, das geht schon in Ordnung. Sieht so aus, als hättest du Konkurrenz bekommen, wenn es darum geht, als erstes einen Exklusivbericht über Gaius herauszubringen, Leia. Ach ja, es braucht mehr als eine modische Schreibfeder, um mir mit meiner Geschichte zuvorzukommen. Okay. Karls Bestätigung. Ja, alles klar. Stimmt, ich glaube, sie war ein bisschen anders drauf, nur im ersten Teil. Ein bisschen niedergeschlagen, habe ich so das Gefühl. Na, das können wir noch machen. Ich würde sagen, wir suchen wieder ein paar Katzen. Ja, okay. Was haben wir denn hier alles? Katzensichtungen. Selea-Tundra. Und Felga-Anamide. Die können wir irgendwann ein andermal machen, finde ich. In der nächsten Folge. Ich möchte erstmal die Katzen finden. Apropos Katze. Ein Drachenbaby. Okay, ich weiß wahrscheinlich, was das ist. Das frage ich mich auch. Frage ich mich, das wünsche ich mir für dich auch. So. Die erste. Liefere Montis in dem Voltaire-Wald. Selea-Tundra. Gehen wir mal zur Selea-Tundra. Da werden wir jetzt einfach in Lichtgeschwindigkeit durchgehen. Hier vielleicht mein Team umstellen sollen. Warte mal, wer war noch kurz davor? Hier kann ich auch mein Team nicht ändern, Mann. Egal, wir finden ja noch ein paar. Erstmal wieder hier Elementerz einsacken. Ich habe die wieder umgestellt und jetzt lernen wir wieder ein paar neue Sachen. Geil, ne? Jetzt muss ich nur die Katze finden. Wo könnte die Katze sein? Wo ist die Katze denn bitte? Ja. Ja, ich brauche nur so eine Blume eher, die in dem Monnenhochland wächst. Für irgendeine Quest. Die Prinzessinnen. Nachdem ja Elise irgendwie ja benannt worden ist. Oder nicht benannt worden ist, aber wisst schon. Guckt im ersten Teil nach. Ja. Ritterwappen. Okay. Mir juckt gerade voll die Nase. Das gefällt mir nicht. Bams. Kann irgendjemand von euch zaubern? Ich hätte gerne die Trophäe hier onscreen verzeichnet.
Aber anscheinend wird da nichts hier. Komm, wir rennen mal weg. Ach, ich habe Elise gar nicht dabei. Verdammt. So, Katze, Katze, wo ist die Katze? Ich möchte das eigentlich schnell erledigen. Deswegen mal einen heiligen Trank einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob Player den Effekt aktiviert hat. Die Fertigkeit, damit die Tränke länger halten. Aber naja. Okay, so viel haben wir ja nicht hier zum Suchen. Das heißt, wir müssen das Viecher schnell finden. Eigentlich. Wer weiß, vielleicht finden wir auch alles andere nur. Hier haben wir Zugvogelfedern, ja super. Hätten wir hier bekommen können. Stimmt auf der Anhöhe oder so ist das Viech, ne? Mein Gott, die hauen alle hier aus der Karte ab. Ich hoffe, das Viech ist nicht allzu gut versteckt. Was? Nein. Ja, wir müssen ja, da ist eine. Fritzchen. Fritzchens Halsband. So, haben wir schon mal eine. War ich da oben schon? Sieht irgendwie nicht so aus. Gehen wir mal da oben hin. Da ist ein seltener Gegner, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Ja, so sinnlos hier Zeit vertrödeln. So, dem. So. Jetzt haben wir für Dings. Throne Zauberschutz, glaube ich. Ich muss trotzdem mit Throne, ja. Nein, irgendwie habe ich mit ihm immer am wenigsten. Ah. Also, das muss jetzt nicht unbedingt so lange dauern. Und zack. Victory Dance. Bands. Mein Gott, das bringt's überhaupt nicht. Egal. Was? Ach, links habe ich gar nichts. Ah. Wie kannst du das wagen? Nein, nicht auf Rowan losgehen. Einfach schnell kaputt hauen, wenn es geht. Mein Gott, dauert schon wieder viel länger, als das eigentlich sein muss. Na komm. Ach ja, wenn ich X gedrückt halte, kann ich ja schneller schießen. War so ein Effekt oder so, ne? So, Geisterwächter. Juhu! Jetzt müssen gleich so plump kommen. Plump. So. Haben wir auch mal erledigt. Nächstes Viech, das ist. Wo? Katzensichtung im Voltaire-Wald. Der ist wo? Hier. Ach, von Laurent hier. Da waren wir noch gar nicht. Erstmal wieder Team wechseln. Rome brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Außer vielleicht für Freundschaft. Da waren kurz davor noch irgendwas zu bekommen. Ich weiß es gar nicht. Wollen wir mal mit Muse rumlaufen. Ja, sie hat nur einen, deswegen. Wenn noch. Weiß ich nicht. Wer macht denn jetzt hier noch so ein Dingens? Wer ist denn hier noch nicht 15 Minuten mit irgendjemand verbunden gewesen? Mila und Ron, okay. Oder Mila und Elvin. Okay. Dann. So. Ja, kein Heiler, ob uns das jetzt nicht in den Hintern beißen wird. Was zum... Was sind das denn für gigantische Viecher? Ja, tun voll die Monster rumfliegen, so riesige. Jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst.
Alter. Sieht aus wie ein, oh, wie nennt man das, so ein Endboss Rush hier, ich den mal durchlaufen könnten. Ja, komm. Spitze Kralle. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Auf 5300, geil, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld zusammen. So, ach, mein Auge. So viele Wälder gefällt mir nicht, da kann man sich sehr gut verstecken. Felgana-Mine, das ist doch. Ach, da ist schon da, okay. Kann man auch gleich nachgucken, mal. Wenn wir die Katze hier gefunden haben. Ich habe nicht zu gut versteckt sein, oder? Oder? Natürlich erstmal alles einsammeln, was wir hier finden. Ja. Die wir hier mit den Kamerawinkeln haben. Okay, Lisa habe ich nicht dabei, sonst wäre ich mal mit der umgelaufen. Und so gucken, wie halt aussieht bei ihr. Ich glaube nicht, dass sie so ein Salto machen, sonst könnte man näher unter dem Rot gucken. Uah. Schämt euch. Oh. Bams. Bienenstock. Und Dingens könnte ich mal gerne wieder finden, so ein Extraktor. So hießen die Dinger, das ist mir letztes Mal gar nicht eingefallen. Ich habe ja auch Katalysator gesagt, aber hier ist ein Extraktor. Ja, klingt schon gleich, ne? Wupp. Ich weiß, was die Monster so denken, wenn da auf einmal so einer Zugang kommt, dann vor allem so ein Salto macht. Ja, oder so, okay. So, was? Obst, egal. Wir haben keine Zeit, wir müssen Katze finden. Ich möchte nicht ungefähr einen 30-Minuten-Part oder so machen. Ich bin immer ein Hektik. Ja, okay, lass mich doch. Oh, hier war tatsächlich was. Ich dachte eigentlich eine Katze, aber nein. Nein! So, Katze, Katze. Monty. Sehr schön. Den Rest können wir aber auch noch hier erkunden. Vielleicht ist ja irgendwie so eine Katze noch hier am Rumlaufen. Ich glaube, ist er nur das Tier. Die Vikalmine, genau. Da waren immer voll starke Monster im ersten Teil. Ich habe das Gefühl, es wird in dem Teil nicht mehr so sein, ne? Sag mal, so Fortsetzungen. Orte, die irgendwie voll schwer waren, die sind im nächsten Teil nicht mehr so schwer. Die sind irgendwie genau angegleicht mit den anderen Orten. Welchen Spiel könnte ich das jetzt mal? Edles Holz hat man noch nicht. Okay. Ich versuche jetzt hier ein Beispiel zu nennen. Aber egal. Ich habe schon längst vergessen, was ich gesagt habe, ne? Du da, geh weg. Boah, noch mehr edles Holz. Meine Nase juckt ohne Ende. Das glaubt ihr gar nicht. Din, din. Din, din, din. Da lager ich ganz bestimmt nicht rein. Obwohl doch, ich gehe mal da rein. Damit ich mich da importen kann jederzeit. Ist da hinten direkt was noch? Eine Truhe oder so? Nee, okay. Was? So, egal. Boah, ich bin voll nah am Mikro gerade. Ich gar nicht gemerkt, wenn ich dem Mikro immer näher komme. So, Fritzchens Halsband. Wurzel. Sehr gut. Maus, Labarikessel, da können wir mal hingehen. Labarikessel da. Kesseleingang, ey. Da können wir auch mal ein paar Monster kaputt kloppen, aber nur. Sie sind sowieso immer die gleichen Monster, nur ein bisschen anders vom Design her. Ja, ich habe die Tales auch sehr zusammengefasst. Ah, nein. Also ja, aber ist jetzt nicht so ein elementarer. Ja. Minuspunkt. Außerdem sehen die ja immer ein bisschen anders aus. Aber wird's ja machen. Mich stört da sowieso nicht. Ich hoffe, sie irgendwas zum kaputt kloppen.
Muss nicht ungefähr jeder Gegner irgendwie vollkommen neu designt sein oder so. Für mich reicht das. Ja, und hier die Katze, die finden wir da hoffentlich auch. Ich meine, das ist ja gut, Stromteilwiese. Die Katze habe ich nie gefunden. Die haben wir schon mal gesucht, glaube ich. Aber ich habe die nie gefunden und meine Nase bringt mich um. Juckt voll. Hier ist gar nichts, was. Hilfe. Ja, ich sollte mit dem ungefähr angreifen. Zack. Hat auch nichts gemacht, Mann. Und zack. Was du denn? Auf abzuwehren, Mann. Apokalyptika. Boink. Futsch. So. Die haben sich nicht miteinander verbunden. Ah. Nur den Titel haben für die beiden. Fehlen gar nicht mehr so viele, nur irgendwie so 10 Stück oder so haben mir letztes Mal gefehlt. Bevor ich die Aufnahmen heute hier angefangen habe. Das bedeutet, da müssten eigentlich nur noch 5 oder so übrig sein. Seine Art verbessert. Warum kann ich hier nicht runterspringen? Ich habe jetzt die Fähigkeit zum Sprengen. Fuck is this? Das ist das Ding hier, das Elite-Monster. Dass wir uns vorknüpfen könnten. Oder? Ja klar. Meine Katze ist back. Schwarze Hasenohren, da gucken wir uns alles irgendwann mal an. Irgendwann haben wir ja Zeit, da sind wir nicht mehr von der Story so gestresst. Da können wir machen, was wir wollen. Das ist gerne so ein Spiel, wo ich offscreen noch so ein bisschen Zeit rein investiere. Offroad, sag ich mal, von der Story her. Kennt man ja aus dem ersten Teil. Ich hätte vielleicht kurz bei den Katzen ja nachgucken sollen. Ob ich hier noch mehrere finden kann, weil sonst muss ich mich irgendwann nochmal hier umschauen. Und gucken, ob ich eine finde. Art erlernt. Art verbessert. Was haben wir als Neues gelernt? Geisterteil, Lotterie 2. Ja, sehr schön. Oh Mann. Luftschwimmer, wo ist das? Luftsprung, Luftschwimmer. Okay. Ich frage mich, wie das aussieht, wenn sie in der Luft abwehrt. Kann sie dann so stehen bleiben in der Luft? Also stehen in der Luft, ja. Ja, natürlich mal alles wieder. Wenn ich Ruhe und Frieden habe, hier verbinden. So, ich möchte jetzt meinen Titel haben. Dass Mila und Elvin mal. Ja, habe ich das schon mal gezeigt. Ich habe irgendwie mit Mila hier irgendwie diese Fähigkeiten ausgerüstet, damit sie anstatt so Schwertangriffe hier diese Energiekohlen macht. Da habe ich mir schon im ersten Teil gedacht. Die hatte doch einen anderen Kampfstil, glaube ich, ganz am Anfang. Wir haben ja Jude genommen im ersten Teil. Und da ist mir doch aufgefallen, dass die, als sie noch ihre Kräfte hatte im ersten Teil, vollkommen anders gekämpft hat. Und anscheinend, wow, was? Stimmte das auch? Das ist nämlich der Kampfstil, den sie hatte früher. Ich dachte irgendwann, ich habe mir nur so eingebildet, aber nein. War echt so. Stimmungsvoller Blues. Dream Team aus Geist und Mensch, jawohl, immer mehr. Was? Achso, hier runter. So, das Viech da macht mir Angst. Ich kann ja aus dem Kampf flüchten, ne? Ich könnte ja mal kurz reinlauschen, wie viel AP und so der hat, und dann ja, kann ich abbauen. Ging dann nach dem Plan, ja, okay, machen wir das. Nein, ich habe Angst, ich mach da lieber nicht. Lass mich heraus, du Sack.
Music, komm mal her. Okay, sehr gut. Und zack. Fuck. Mein Gott, ich setze mal gleich ein, aus Versehen. Los, hau sie mit deinen Haaren kaputt. Ach ja, er kopiert halt die Fähigkeit. Habe ich schon gefragt, warum kann ich ihn immer noch teleportieren? So, ich weiß nicht, wie ihre Fähigkeit geht. Sie wird getroffen und dann muss sie nach vorne oder so. Ich kann einfach das hier machen. Ich kann eigentlich die ganze Zeit so spammen, denn dann könnte ich voll ihre Teleportationshilfe bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Haut den nochmal kaputt. Lass mich doch nicht hier so rumalbern. Da könnte ich locker neuen Titel bekommen, wenn er so weitergeht. Teleport-Taxi. Was? Ich hab das schon? Da war ein Witz. Alter. Wie schnell geht das denn? Wow. Ah! Oh Mann, nein, ist gut. Wohl hier, komm mal her. Immer schön in der Luft bleiben. Weil in der Luft bekommen wir irgendwie voll wenig abgezogen von dem Ding. Na, komm mal her. Steh auf. Bleib liegen. Dum, 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 dum. Ah, ich kann Luftsprung. Ach, durch Musik oder was? Ich bin doch gerade mit der verbunden. Oder hat er Luftsprung? Ich weiß ja gar nicht. Ich meine nicht. So, ich möchte die Katze noch finden, wenn es geht. Ich habe ja mein Ziel voll aus den Augen verloren. Da ist ein goldenes Ding. Aber jetzt, wo ich den Raum gleich wechsle, wird er wahrscheinlich weg sein. Meine Nase, die juckt. Ah. Ah, geht weg. Ach, diese Viecher von... Boah. Die vier, die Typen aus Outjul oder Russia Girl benutzt haben damals. Boah, ich muss mir mal so die Nase putzen, gleich, wenn ich fertig bin. So, boah. Ja. Ich muss gleich voll den fetten Nieser hier so ablassen. Ja, das könnte wahrscheinlich auch passieren, jede Sekunde. Nee, boah, immer so ganz tief zurückgehalten. Aber der will raus, der will sowas von raus, oh ja. Vielleicht so voll gegen mein Mikrofon. Ah. So, Kätzelein. Ach so, sind Schränke, wir machen Schränke hier. Nein, nein, nein. Geh weg. Geh weg. Mein Gott, wie weit das hier noch nach unten geht, ey. Nein, 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 nein. Ich komme da leicht nicht raus. Zerstörungsding. Oh, das riesige... die riesige Nagelfeile. So, hier jetzt aber. Nein. Streifen, wann habe ich das? Ist alles schon als Zeug. Da brauche ich nicht. Geht weg damit. Ja. Nein, geh weg. So. Das ist die Sackgasse. Geh mal rein. Irgendwo muss da eine Katze sein. Was? Oh, da ist eine Katze. Mau. Ah. Ich möchte aber noch den Rest hier erkunden, hallo? Weiß, was es hier noch gibt? Für die ultimativen Waffen oder so. Und so weit ist das ja nicht mehr. Oder? Hätte sein können.
Ich dachte, er wäre drin gewesen. Das wäre voll cool gewesen. Voll cool, ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich gut oder cool sagen wollte. Deswegen cool. So. Hallo. Hier können wir jetzt einfach hier runterlaufen, ne? Hi. Na? Auch hier? Ich auch. Also wir haben schon die Hälfte der Kohle zusammen. Einfach nur durchs Rumlaufen und scavengen. Hi, na? 13.000 Gold, wow. Da unten ist auch eine Truhe, will ich auch noch haben. Da ist bestimmt was drinne. Natürlich ist da was drinne. Ich meine, was Gutes. Stell ich mal vor, ich öffne die Truhe und da ist nichts drin, ne? Das wird mich voll ärgern. So, da ist noch irgendwo eine Sackgasse, sehe ich. Da ist noch ein Ding, wo ich rein kann. Brauche keine verbesserten Arts, die kann ich offscreen alle verbessern. Gute Stiefel, wow. Was ist da? Da sah so ein Moment aus, als wäre eine Truhe gewesen, aber nein. Naja, um das Viech kümmern wir uns ein andermal. Wenn ich in der Stimmung bin. Ich könnte mal kurz nachgucken, wie viel AP hat Viecher. Und da gehe ich da rein und wir werden voll zerstört. Das möchte ich auch nicht. So, wie komme ich da runter? Auf der Karte gucken und gleichzeitig durch die Gegend laufen. Keine gute Kombination, besonders nicht bei mir. Was fangen? Setsuna, jawohl. Also kannst-mäßig hat sich das schon gelohnt. Jetzt nur noch hier durchlaufen, ohne dass das Viech uns angreift. Und das rennt voll auf uns los und da kann man nicht rein. Das Viech wird uns sowas von erwischen, ich weiß es. Nein. Exoplasma. Was zum... Das sind eine Menge AP, das hat Viech hat. Das hat Viech jetzt weg. Jetzt keine Lust mehr, aber das ist einfach abgehauen. Tschüss. So, jetzt gehen wir nach, weiß ich nicht. Boah, meine Nase. Ich muss mir sowas von die Nase gleich putzen. Das hältst du nicht aus. So, meine Katze übrigens. Ist sie zurückgekehrt? Nö. Hey. Na, Erledigung melden. Ja. 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 Die können wir wieder hier wegpacken. Ich möchte jetzt noch, dass meine Katze noch zurückkommen. Okay, das ist aber noch aktiv, wollte schon sagen. So, hey, ich hätte eine Bitte. Wir können das hier abgeben. Ist halt unbekannt. Ja, weiß nicht. In dieser Folge können wir immer noch beschäftigt sein mit Quests. Mein Gott, so viel Geld. Schon wieder. Offscreen kann ich wieder ein bisschen trainieren, Titel vorbereiten, zum Erlernen. So. Mach doch bitte ein bisschen hin, oder? Was du zu sagen, Elise? Elvin zieht mich immer auf, indem er sagt, Häselchen und Tipo sehen gleich aus. Wenn du mich fragst, dann ist das eher Elvin, der wie Häselchen aussieht. Was? Was können wir denn noch machen? Ich weiß nicht. Bams. Mach hin, ne? Das dauert doch nicht mehr lang, oder? Wenn wir unsere Katzen ja alle angucken. Ha. Er sticht voll raus mit seinen Farben. Er sieht aus wie Luke aus Tales of the Abyss. Was er wahrscheinlich geplant ist. Ion. Der sieht auch aus wie Ion aus Tales of the Abyss. Obwohl andere auch irgendwie so Anspielungen sind. Der ein Schnurrbart. Der auch. Er sieht genauso aus wie der, ja, was zum Teufel. So, und der Rest.
Ach, boah, bin ich froh, wenn ich mir die Nase putzen kann, ganz ehrlich. Drachenschwarm, Drangs war mal so. Göttlicher Schrei. Wieso kriegen wir so viele Arcana-Arts? Ach, er hat noch gar nicht seine Arcana-Art gehabt. Ja, ich kann gar nicht. Ja, ist besser, ne. Weiß nicht, womit ich den Partner füllen soll. Ich möchte auf jeden Fall die Katze noch zurückkommen, damit wir mich aufs Knie nie wieder durch die Gegend schicken kann. Sehr gut. Mein Gott. Rucksack. So, lass mal erstmal. Gucken wir uns mal ein paar Sachen hier noch an. Wupp, 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 wupp. Alles hier so. Komm, nach der Rucksack. Shiba Schwanz haben wir bekommen, ne? Ja, mehr nicht, glaube ich. Da Drachenbaby, Zöpfe, schwarze Hasenohren. Und das war's, ne? Häselchen, was? Das ist ein. Ha! Okay, geil. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier nach 30 Minuten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia, jetzt wollte ich das im Folgen sagen. Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.